Jetzt in der Büffel Ranch. Bilder aus Australien. Eine Schlange im Milchstand, Hilfe. Eine Würgeschlange. Nee. Gut, dass wir die hier nicht haben. In Deutschland Fuchs, Teufelswilde, Bisons. Der andere geht oben rüber, pass auf. Hey, alles gut. Neue Geschichten von den Büffelbauern. Von Menschen und ihren Tieren. Willkommen auf der Büffel Ranch. Bad Bodenteich in Niedersachsen. Auf seinem Biohof hält Henning Bauck gut 60 unterschiedliche Tierarten. Heute steht bei den Bisons die alljährliche Blutuntersuchung an. Da ist Hilfe notwendig. Gestern haben wir halt bei den Wasserbüffeln Blut entnommen, haben sie entwurmt und sie auf die andere Weidefläche gebracht. Und jetzt nehmen wir die Gerätschaften mit rüber zu den Bisons. Bei den Bisons ist heute natürlich ein Großkampftag. Das sind und bleiben halt Wildtiere und man muss sie doch wirklich sehr respektvoll behandeln bei dieser ganzen Geschichte. Sobald sie in die Enge kommen, wollen sie halt raus. Und im letzten Jahr haben wir es halt auch gehabt, dass sie über diese 1,60 Meter aus dem Stand rüberspringen. Harley-Fan Henning Bauck hat keine Angst. Vor nichts und niemandem. Vorsicht! Ist nicht lieb. Der 43-jährige Henning in seinem Element. Alles okay? Einmal hoch, Kevin. Alles gut? Einmal hoch, komm auf! Eigentlich habe ich von nichts Angst. Wüsste ich nichts so. Was? Unter seinen Tieren fühlt er sich wohl. Für die jährliche Blutuntersuchung der Bisons und Steppenrinder musste Henning einen Rinderuntersuchungsstand umbauen. Großkampftag. Auch Mitarbeiter Adi packt mit an. Und wenn nachher alles gut läuft, kommen die Tiere von da aus rein, sind hier in dem Bereich, dann kommen sie einzeln hier vor und es sollte für die Bisons etwas stabiler sein, deswegen habe ich jetzt halt hier die Falltür mit vorgeschweißt. Hier ist eine Rücklaufsperre. Wenn die Tiere durchlaufen, können sie von hier aus nicht zurückgehen. Misstrauisch begutachten die Tiere die Aufbauten. Henning und Adi kennen die Bisons gut und sind vorbereitet. Also die Bisons sind halt, das hat also nichts mit dem Rind zu tun, von den Eigenschaften her. Also ich sage 5-6 Mal hintereinander, ohne das Bein abzusetzen. Alles wesentlich schneller. Jede Bewegung, es ist und bleibt ein Wildtier und man muss einfach respektieren dabei. Und bloß das Amt verlangt halt, die auch jedes Jahr zu bluten. Und das ist halt schon eine recht straffe Aufgabe. So lieb, wie sie jetzt da stehen, genauso aktiv sind sie halt, wenn sie gefercht werden. Eingepfercht zu sein, das mögen die freiheitsliebenden Bisons ganz und gar nicht. Ein besonderes Merkmal der Tiere ist ihre blaue Zunge und der stark ausgebildete Schulterbuckel, der mit dem Alter wächst. Zusammen mit der Kraft ihres massiven Kopfes ist nicht klar, ob Hennings Konstruktion ihnen standhält. Bei Familie Mölders in Barlow nahe der niederländischen Grenze. Seit 2004 besitzen Martin und Silvia Wasserbüffel. Heute fahren sie zu ihren Büffelkollegen aus den Niederlanden. Die haben interessanten Besuch aus Australien. Man spricht Englisch. Ja, genau. Okay, so guck mal, was Euter heißt. Schönes Euter. Very beautiful. Sixpack, Anne. Ob so doof. Und melken weiß ich auch nicht, was das auf Englisch heißt. Weißt du das? Milking. Milking? Ja, ist klar. Das muss später besser klappen, wenn Martin und Silvia mit den australischen Wasserbüffelhaltern fachsimpeln möchten.
Die beiden stimmen sich auf den Besuch ein. Ja, wir fahren jetzt noch mal zu Alfons und Andra nach Holland. Und da, die haben heute ganz besonderen Besuch. Da kommen zwei australische Wasserbüffelhalter. Die haben die übers Netz kennengelernt und ja. Und die machen jetzt eine Rundreise durch Holland und auch noch Teile in Deutschland. Und weil wir halt hier in der Nähe sind, haben wir gesagt, dann kommen wir dazu. Weil wir würden die auch mal gerne kennenlernen. So aus dem Ausland ist immer interessant. Andra Westhoff und Alfons Blockhuis verarbeiten die Büffelmilch der Mölders. Inzwischen ist eine Freundschaft entstanden und die Niederländer sind so etwas wie Vorbilder geworden. Denn sie haben bereits das geschafft, worauf die Mölders seit langem hinarbeiten. Die Produktion von eigenem Büffelmozzarella für den eigenen Hofladen. Sag keiner was. Aber ich habe gerade Stimme. Doch, da. Ja. Hi. Ja. Hallo, Alfons. Moritz. Ja. Hol. Wer ist gut? Hi. Na, komm rein. Komm mal rein. Hi, Leute von der. Hallo. Hallo. Oh, hallo. Andre. Hallo, Silvia. Hi. From Australia. Oh. Hi. Interesting. Hello. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you, Silvia. Hi. Büffelgipfel am Küchentisch. Elena und Andre Swegen aus Australien besuchen während ihrer 6-wöchigen Europareise Büffelbauer-Kollegen. Wo kommt ihr genau her? Wo? South North. Mid North Coast, New South Wales. It's 2.5 hours north of Sydney. How warm can it be? Plus 35, but that's rare. Over 30 is normal. 30 is normal. 30 Grad is normal. Yeah. 30 Grad. 20 in winter, a little bit lower. So 20 in winter. Die Australier zeigen Bilder ihrer Farm. Auf dem Kontinent steckt die Büffelhaltung quasi noch in den Kinderschuhen. Die Zahl der Tiere liegt bei ca. 500 bis 1000 Stück. Zum Vergleich, allein in Deutschland leben um die 4500 Wasserbüffel. Allerdings bietet das Land andere exotische Tiere. Eine Schlange im Milchstand, Hilfe! Gut, dass wir die hier nicht haben. Ich bin schon ganz froh, dass es nicht so bei uns ist. Also eine Schlange, ich glaube, dann wäre schon ein bisschen komisch. Ich habe ja schon mal ein paar Bilder gesehen und habe so gesehen, also da, eigentlich ist die Landschaft ja ähnlich wie bei uns. Ne? So ein bisschen im Grünen, aber natürlich so tropische Tiere, so wie Schlangen und wilde Dingos, also sowas kennen wir natürlich nicht. Bin ich auch ganz froh drum, muss ich sagen. Ja, die badenden Büffel ist ganz herrlich. Also sowas Tolles gibt es hier nicht. Also bei uns auf jeden Fall nicht. Also das ist natürlich schon klasse. Aber sie brauchen es auch. Die haben ja wirklich auch die Temperatur, um dann halt abzukühlen. Ne? Ja. Klasse. Von der Schwimming in the water. Oh, the swimming. Im niedersächsischen Bad Bodenteich bei Familie Baug werden die Bisons Blut untersucht. Diese Wildtiere sind extrem temperamentvoll. Selfmade-Man Henning hat vorgesorgt und einen stabilen, oben geschlossenen Untersuchungsstand gebaut. Schließlich soll niemand zu Schaden kommen. Mitarbeiterin Manuela kommt mit dem Tierarzt Dr. Kurt Meyer. So, hab einen Doc mitgebracht. So, dann kann's losgehen. Ja. Tara. Guten Tag. So. Ja, Bisons sind ja an sich Wildtiere, sind aber laut EU-Verordnung in die Rinderrassen aufgenommen worden und damit der Untersuchungspflicht, genau wie unsere normalen Milchrinder oder Fleischrinder. Und aus dem Grunde sind wir hier aus rechtlichen Gründen gezwungen, diese Blutproben zu nehmen. Und dass das äußerst unbeliebt ist bei den meisten Leuten einfach, da es sich um sehr wehrhafte Tiere handelt. Und das werden wir wahrscheinlich gleich auch sehen. So, dann nehmen wir das Auto. Da haben wir schon genug zum Anlocken drin. Sie bleiben im Wagen drin, bis wir sie drin haben. Genau. Adi und ich, wir machen das Gitter zu und du machst den Schreibkram dann. Ja. Okay, dann Bulli jetzt. Mit dem Bulli zum Untersuchungsstand, mitten auf der Weide. Der mächtige Brustkorb kennzeichnet die männlichen Bisons, die ein Gewicht von bis zu 900 Kilogramm erreichen. Sie sind die größten nordamerikanischen Säugetiere und erreichen trotz ihres hohen Gewichtes eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Komm, komm, komm!
Vorsichtig lockt Henning die Tiere an. Komm, Herr Tom. Komm, Herr Tom. Adi, mach mal da hinten zu. Ein Teil der Herde ist drin. Alle gehen mal andersrum. Ein anderer Teil geht stiften. Die Ausbrecher müssen an einem anderen Tag Blut lassen. Alles rein. Schnelles Handeln ist gefragt. Henning ist auf Zack. Ja, kann ich durch. Sehr schön. Prima. Okay. Warte, warte, warte. Die Nerven liegen blank. Jetzt nicht nervös werden. Sag mal. Wie sieht's aus, Doktor? Oh, wenn die Ruhe bringt und so weiter, sonst gar nicht. Ja. Ich probiere, soll ich kurz versuchen reinzukriegen? Solange sich der Bison wehrt, ist an eine Blutabnahme nicht zu denken. Komm her. Habe ich stramm wieder? Richtig stramm. Okay, nochmal. Die jährliche Blutuntersuchung ist nichts für zarte Gemüter. Den robusten Tieren passiert aber nichts. Keine Chance. Kein weg. Ist okay? Kein weg. Brusttür aufmachen vorne. Geht auf. Komm, Mädchen. Schön. Düdüt. So, das ging doch schon mal gut. Ja, super. Ja. Wir haben Blut. Mehr möchte ich da nicht zu sagen. Erstmal. Moment, ich muss erstmal meine Kiste holen. Kleinen Moment. Im letzten Moment hat's doch noch geklappt. Okay. Der nächste, bitte. Du müsst hier noch ein Gitter reinnehmen, Adi. Ein Gitter rüber. Familie Mölders auf Besuchstour in den Niederlanden. Sie möchten ihre Herde erweitern mit melkwilligen Tieren von Alfons. Wir wollten eben die Büffel angucken, die ich letztens bei Alfons ausgesucht habe. Die stehen jetzt in Quarantäne. Wollte ich mit Alfons eben angucken. Genau, ob der wohl die richtige ausgesucht hat, Martin. Die kleine Rüge. Nein, Quatsch. Du hast ja schon so ein bisschen beschrieben. Ich bin da gespannt. Ach Gott, jetzt müssen wir uns umziehen. Ja, Quarantäne. Oh. Ja. Martin will die Tiere nach Deutschland einführen. Es gelten strenge Einfuhrbestimmungen. Ich glaube, du musst mir mal helfen. Hast nicht kaputt? Nein. Der ist eigentlich ein gesonderter Raum, da darf eigentlich sonst keiner rein, außer Alfons in den 30 Tagen. Sonst könnte man wir könnten ja im Prinzip auch noch irgendwelche Krankheiten mit reinschleppen. Und Besucher müssen dann halt so wie wir auch dann sich so anziehen, damit da die Büffel vor uns geschützt werden quasi. Gut, na, ja, fertig. 30 Tage müssen die Büffel in der Quarantänestation verbringen, damit sichergestellt ist, dass sie keine ansteckenden Krankheiten mitbringen. Das ist eigentlich jetzt für Silvia interessant, weil sie hat sie letzte Mal nicht gesehen. Genau. Groß sind die, finde ich. Ja, ne? Ja, fandst du auch von der Größe her, von Statur her, sind sie schon. Sind sie ein bisschen aufgeregt? Ich denke, wir haben jetzt diese. Ja, mit unserer tollen Verkleidung. Ja. Ja. Hat Martin schön ausgesucht. Ich bin zufrieden. Du bist zufrieden? Ja, doch. Dann bin ich auch zufrieden. Und ich freue mich schon. Na gut, die Australier sind draußen, lassen wir. Ja. Schön, das zu sehen. Super. Ja. Echt? Klasse. Toll. Der australische Besuch sammelt Erfahrungen und Tipps aus der deutschen und niederländischen Büffelzucht. Dafür sind sie extra angereist. Wie viel Liter Milch pro Tag gibt eine deutsche Büffelkuh? 15 Liter pro Tag. The best. For milking. Yeah. Five. Nee. No. Am Tag. At the day. 15 Liter. 15. Es ist wirklich total spannend. Also sie hat auch ganz viele Fragen und man merkt, die Probleme sind die gleichen, obwohl es am anderen Ende der Welt ist. Es ist eigentlich auch so spannend jetzt bei anderen Landwirten, die das, glaube ich, auch nie so verstehen können, dass es wirklich so schwierig ist mit den Büffeln und so weiter. Ne? Dass man immer so ein bisschen belächelt wird, so, das kann ja gar nicht sein oder so. Ne? Genau, aber dass es überall doch dasselbe Problem ist und auch, aber die Zucht natürlich auch noch nicht so weit ist bei den Wasserbüffeln. Und
ist doch ganz schwierig, um es. Versteht ihr natürlich jetzt nicht, aber. You think you understand? I think I understand. Oh, you may understand half of it. Write it down. Just make it up. Büffelliebe überwindet jede Sprachbarriere. Sogar mit wenig Worten lässt sich wunderbar fachsimpeln. Ja. In Masel bei Gifhorn wohnt Familie Herdes. Sie halten 35 Wasserbüffel italienischer Herkunft. Love is a burning thing. Die sind zahmer als beispielsweise die scheuen Tiere aus Rumänien und Bulgarien. Na, Hertha? Heute beginnt Wilhelms neuer Plan. Ja, ich habe vor, noch zwei weibliche Tiere zu holen, zwei junge Tiere. Habe ich zwei Jungs versprochen, die wollen gerne mit Büffeln anfangen. Ich habe einen passenden Bullen. Jetzt hole ich noch zwei junge Wasserbüffel-Rinder. Die mache ich zahm, möglichst handzahm, möglichst führig. Und dann im Sommer gehen die weiter. So ist das geplant. Büffelflüsterer Wilhelm fährt nach Eutin in Schleswig-Holstein. Er ist der deutsche Zuchtexperte, wenn es um Wasserbüffel geht. Sein Rat ist begehrt. Wir haben sehr, sehr viele Anfragen. Ich weiß ja nun, wo gute Tiere stehen. Mehrere Leute haben ja schon mehrmals von mir einen Bullen bekommen und da ist eigentlich schon meine Genetik drin. Und ich weiß immer, welchen Bullen ich dazu packen könnte. Und wenn diejenigen Leute was verkaufen wollen, wenn sie mich kontaktieren, dann sage ich, ist okay, mache ich. Vielleicht packe ich sie bei mir wieder in die Herde rein oder ich verkaufe sie. Das wird sich entwickeln. Das werde ich sehen, wie sie reinpassen. Wilhelms Liebe zu den Wasserbüffeln begann 1997 mit zwei Büffelkühen. Seine Rinder schaffte er nach und nach ab, um sich voll und ganz seiner Büffelzucht zu widmen. Wasserbüffel haben viele Vorzüge gegenüber Rindern. Sie sind weniger krankheitsanfällig, genügsamer und leben länger. In Eutin wird Wilhelm Herdes bereits von Büffel-Hobbyzüchter Dieter Ulrich erwartet. Von ihm hat Wilhelm zwei Jungtiere gekauft. Er wird sie in die eigene Wasserbüffelherde aufnehmen und zähmen. Später wird er die Tiere weiterverkaufen. Moin Dieter! Moin Wilhelm! Zurück. So, na? Ach, sonst war es einfacher, da hast du gebracht. Aber gut. Ja, so. Gut. Ja, Dieter, die hinteren, wie machen wir das? Jagen wir den Bullen, wollen wir den Bullen hier hinterklemmen? Ja, das ist hier so. Ja, ja, und halten ihn weg? Jo. So. Ohne überflüssiges Geschnacke direkt zur Tat. Ja. So. Ist egal, kriegen wir raus. Ja, jetzt. Kriegen wir raus. Jetzt ist gut, jetzt los. Kriegen wir raus. Eha. Komm. Eha. Nee, mal sehen, ob sie. Jo, lass machen. Wird schon klappen. Jetzt müssen sie kommen. Komm her, los. Wilhelms und Dieters ruhige Art wirkt sich positiv auf die jungen Büffel aus. Okay, gut, Dieter. Gut. Wilhelm. Grüß meine Frau und Kinder. Ebenso. Sei immer ein guter Vater. Auch zu den Büffeln gut. Ja. Wie heißt der Bulle, den ich dir gebracht habe? Max. Max, immer. Max. Mir ist anders. Ja? Ja. Ja, das ist egal. Meine heißen alle Max. Ja, ja, im Alter kann man sich ja sowieso nicht so viele neue Namen merken. Ich merke das auch schon. Gut, Dieter. Dann tschüss. Ja, tschüss, Wilhelm. So laufen Geschäfte unter echten Männern. Moin, moin, Jungbüffel einsacken und tschüss. Bei Henning Bauck muss der Tierarzt die wilden und gefährlichen Bisons der jährlichen Blutuntersuchung unterziehen. Ein kräfteraubendes Vorhaben, das zunächst nicht so wirklich gelingen will. So, bleib du mal weg. Bisons sind mit Vorsicht zu genießen. Bleib du mal weg. Werden sie eingesperrt, reagieren sie mit Panik.
Bisschen aufpassen in der Ecke. Mit deutlicher Panik. Hey! Stell mal ein bisschen schräger wieder. Zick, zack, zick, zack, zick, zack. Und dann geht das. Bleibt schön drin, ihr Mäuse. Schön drinnen bleiben. Das. Ein zu. Okay, zwei zu. Ist egal. Scheiße. Muss der oder nicht? Nein, der muss nicht. Dann Tür auf. Tür auf. Oh, der andere geht oben rüber. Pass auf. Hey. Alles hey. Hey. Geht schon wunderbar. Okay, Tür auf. Ja. Henning Bauck behält die Nerven. Und Mitarbeiterin Manuela? Also ich mache das Ganze das erste Mal mit. Warte mal. Ziemlich aufregend. Schon imposant, aber... Jetzt muss man die Tiere gut kennen und schnell reagieren. Hey. Das heißt. Der passt da gar nicht durch. Auch wenn alles sehr blutig aussieht, es läuft gut. Also ich muss sagen, zufrieden, gut geklappt. Ich habe es eigentlich üppiger vorgestellt. Der große Bulle war ja nur sehr wichtig zum Bluten. Man hat da eben auch gut schön gesehen, dass das eigentlich keine Hürde für die ist. Das heißt, wenn man sie dann halt nicht zurückdrängt, gehen sie über 1,60 Meter rüber. Ist halt schon enorm Energie drin. Ne? Der ist halt jetzt 3 Jahre alt, der wächst ungefähr noch so ein Ende. Und im nächsten Jahr wird das ein bisschen straffer. Sind die nicht niedlich? Keine Pause für die Männer. Gleich sind die nächsten Wildtiere dran. Ungarische Steppenrinder mit viel Temperament. Silvia und Marti Mölders vom Hof Kragemann sind im niederländischen Denekamp zu Besuch. Die beiden hoffen, in diesem Sommer ihren Hofladen eröffnen zu können mit Büffelmozzarella aus eigener Herstellung. Aber erst gibt's ein Abschiedsessen in einem niederländischen Spitzenrestaurant, das die Gastgeber Andra und Alfons regelmäßig beliefern. Schönen guten Tag, herzlich willkommen, Andra. Hi, guten Tag. Da. Kommen Sie mal in die Küche? Ja. Koch Rob Fusilier ist scharf auf das, was Andra ihm heute mitbringt. Ein exklusives Stück Büffelfleisch, im Dry-Age-Verfahren gereift. Das Beste vom Besten. Was denkt ihr davon? Sieht toll aus, sehr schön. Das ist doch ein sehr gesundes und ein tolles Stück Fleisch. Also das ist schon was Außergewöhnliches. Da bin ich doch schon mal sehr gespannt. Die anderen auch. Wer bekommt schon exklusiv Einblicke in die Büffelküche? Ja. Den Lauch und den Schalotten. Und man kriegt so ein bisschen Rotwein dabei. Ja. Alkohol ist immer gut, ne? Aus dem Freien, ne? Rotwein und Rippe. Super. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen, ne? Boah, sieht richtig gut aus. Super. Ja. Farbe. Ja. Klasse. Echt klasse. Also doch, das wäre nicht schlecht. Ein Koch als Mann ist das schon mal, wenn man dann schön bekocht wird, auf jeden Fall. Das wird nichts werden. Das wird nichts, Leute, im nächsten Leben. Und das geht dann in den Backofen. Ja. Auf 80 Grad und dann 3 Stunden. Okay. Dann kann man sehen. Koch Rob hat ein zweites Stück Fleisch extra vor 3 Stunden vorbereitet. Denn die Australier haben nicht mehr lange Zeit. Sie wollen weiterfahren, um noch viel auf ihrer Büffel-Studienreise zu entdecken. Die Soße haben wir gemacht von schwarzem Knoblauch. Schwarzer Knoblauch? Ja, ist fermentiert und dann. Ach so, okay. Mhm. Mit Rotwein und Portwein. Ja. Ja, unser Wunsch wäre auch, dass wir das auch mal an Restaurants liefern könnten und. Ja, und dann auch solche Produkte bestaunen können von unserem eigenen Wasserbüffel. Wäre ja schon klasse, das ne? Das wäre schon super, ja. Genau. Aber super. Da arbeiten wir dran, ne? Ja, auf jeden Fall. Perfekt. Fotos für Australien. I think the sauce is very important. Ein Augen- und Gaumenschmaus. Guten Tag. Ein gelungener Tag geht zu Ende. Jeder ist zufrieden. Gute Unterhaltung, hervorragendes Essen.
Interessante Kontakte sind entstanden. Trotz kleiner Sprachprobleme. Ich glaube, dass wir uns schon so im Groben doch ganz gut verstehen, sag ich mal. Man hat ja doch den... Ein Thema. Ein Thema natürlich, wo es darum geht. Und die wichtigen Sachen hat, glaube ich, jeder verstanden. Der Weg nach Australien ist ja wirklich sehr weit. Ich weiß nicht, ob das für uns möglich ist. Also Lust hätte ich nach dem heutigen Tag auf jeden Fall schon, da mal runterzufahren. Vielleicht wäre das noch eine Option für Jonas. So, er ist ja noch ein bisschen ungebundener. Mal nach deiner Schulabbildung oder Ausbildung dann als Landwirt da vielleicht noch mal kurz Halt zu machen. Prosit. Auf ein gelungenes internationales Büffelmeeting. Wilhelm Herdes ist auf dem Rückweg aus Eutin. Dort hat er 2 Jungbüffel gekauft und wird sie in seine Herde aufnehmen. In einem halben Jahr will er sie weiterverkaufen. Die beiden sind zum ersten Mal auf Reisen. Wilhelm Herdes schaut nach dem Rechten. Oha, gut. Ist ja gut. Ist ja alles gut. Ist gut. Schön ruhig. Eine ungewohnte Situation für die beiden Jungbüffel. Den Tieren geht's gut. Fahrt kann weitergehen. Sind fit. Wilhelm Herdes ist bekannt für seine Umsicht, was Tiere angeht. Auf seinem Hof in Masel muss er einige Vorbereitungen treffen, bevor die Büffelmädchen aus dem Anhänger dürfen. Nur ihr zwei? Ein bisschen wartet hier noch, ne? Stunde müsst ihr noch draufbleiben. Da werde ich euch noch mal entwurmen. Wilhelm ist behutsam. Ich kriege noch Besuch, es kommt noch wer und schaut sich einen Bullen an. Und da wollte ich diese Tiere jetzt nicht hinbringen, es gibt nur Unruhe. Das passt, ich lasse die hier eine Stunde drauf, die regen sich ein bisschen ab. Und dann pullere ich da was drüber gegen Endo- und Ektoparasiten. Dann lasse ich die zusammen, wenn der gute Mann aus Polen da war, und dann ist gut. Gut geplant. Wilhelms Ruhe überträgt sich auf die Tiere. Ja, bleibt mal schön, ist gut. Den Neulingen geht's gut. Oh, bleibt schön. Ich muss sehen, dass ich es auf den Strich kriege. Hier. Die Tinktur soll mögliche Parasiten abtöten. Auf den Büffeln können Läuse und Milben leben. Lungenwürmer oder Leberegel treten in den Tieren auf und schädigen sogar. Sie entziehen Nährstoffe. Lange muss Wilhelm nicht auf seinen polnischen Kunden warten. Dessen Sekretärin und Dolmetscherin kommt gleich mit. Heide, gibst du denen mal Stiefel? Frag nach der Nummer. Hallo, Herr Hallo. Herdes. Hallo. Guten Tag, endlich nach so vielen Stunden gewartet. Hallo. Herr Heiduk, der Eigentümer der Firma Heiduk. Ja. Und der sich mehr gerne hier die Tiere anschauen möchte. Sie kriegen jetzt erstmal Stiefel. Frau Heide bringt das rettende Utensil. Die soll ich ausziehen, nicht? Besser ist. Ja. Mit Schuhen kommt man da nicht rein. Sonst gehe ich nicht rein. Aber ich kann die mitnehmen. Nee, muss man, darf ich? Ja, klar. Wilhelm gibt den Gentleman. Der gerade geschoben. Der Kunde sucht einen Büffelbullen. Es ist eine kleine Herde, 18 Stück jetzt, aber erstmal nur Kühe. Ein paar Stück ist schon tragend, ein paar schon die kleine Büffel bekommen haben und noch ein paar Stück, die noch nie tragend waren. Und jetzt ist der Chef auf der Suche nach einem Büffel, der sich um die Kühe kümmert.
Da kommt er gerade. Der ist sonst ganz zahm, der ist jetzt nur nervös. Wojciech Hajduk ist einer der führenden Speisepilzzüchter in Polen und möchte nun in Büffel machen. Er will seine kleine Wasserbüffelherde um einen Bullen aus Herdeszucht erweitern. Der liegt da hin. Wir gehen langsam hin. Ja, slow. Okay. Bei Henning Bauk in Bad Bodenteich ist der Besuch des Tierarztes noch nicht zu Ende. Die Untersuchung der Bisons war für alle nervenaufreibend und gefährlich. Nun sind die ungarischen Steppenrinder an der Reihe. Noch wirken die Tiere einigermaßen entspannt. Sie ahnen nicht, was auf sie zukommt. Ihnen wurde noch nie Blut abgenommen. Ja, das ist das erste Mal, weil die Tiere ja jetzt erst alle in dem Jahrgang sind, dass sie geblutet werden müssen. Ich habe also einen Teil der Tiere aus der Tschechei geholt, einen Teil sind aus dem Zoo Bernbrück, alle als Jungtier, also als Absetzer. Und dieses Jahr ist das erste Mal, dass sie jetzt geblutet werden müssen. Ja, jetzt wollen wir mal den Bullen hier vornehmen. Das ist ja wunderbar. Ja, so, wir haben den großen Steppenbullen als erstes mit reingenommen, dass er raus ist aus der Truppe. Das ist wunderbar. Steht auch friedlich da. Das möchte er auch bitte bleiben. Ja, ich sehe es. War nicht ironisch, aber ist egal. Ist alles schön. Er ist davon überzeugt. Ja. Ja, bleibt mal schön zurück hier. Für die Untersuchung muss der Tierarzt aus dem Schwanz des Bullen Blut abnehmen. Noch läuft die Prozedur ruhiger als bei den Bisons. So, 59, der kann raus. Aber der muss erst mal ausfädeln, sorry. Aber Henning ahnt Komplikationen. Warte, warte, langsam. So ist gut, prima. Schön. Die Arbeit mit den Tieren ist hart. Davon kann auch Hennings Angestellte Manuela berichten. Ihr geht es nicht gut, denn sie hatte gerade einen Unfall. War so ein kleiner Steppenrindbulle, der meinte, mit mir spielen zu müssen. Und dann hat er mich mal so ein bisschen an den Zaun gedrückt. Das war nicht so schön. Aber jetzt geht's schon wieder. Der Umgang mit Wildtieren verlangt den Menschen einiges ab. Auch der Tierarzt kriegt Probleme mit den Steppenrindern. Erstmal geht das so gar nicht. Beim nächsten Tier wird die Blutabnahme richtig problematisch. Um nicht zu sagen, lebensgefährlich. Da wird selbst Henning nervös. Warte. Henning will ihn befreien. Aber der Bulle sieht rot. Ja, muss. Okay, mach mal auf. Lass mal rausgehen. Schön an der Seite. Auch ganz schön üppig, ne? Ich habe vorhin schon gesagt, es ist kein Spaß, was wir hier machen. Das ist absoluter Ernst. Sie sind pauschal in jeder Bewegung dreimal so schnell wie ein Büffel. Und die Frage muss man manchmal einfach stellen, inwieweit das also gerechtfertigt ist für solche hygienischen Untersuchungen, ob das wirklich Sinn ist. Dann sollte man nach meinem Dafürhalten eventuell sogar sagen, solch eine Haltung wollen wir hier nicht in diesem Lande. Weil das ist schon professionell hier aufgebaut, aber es hat schon sein Gefährdungspotenzial, ganz klar. Das kann man auch nicht wegdiskutieren. Und die Jungs, die hier mitmachen, die müssen schnell sein und umsichtig. Und das wollen wir auch bis zum Schluss bleiben. Denn die Auflagen müssen erfüllt werden. Ist egal. Dem Tierhalter bleibt es überlassen, das Risiko richtig einzuschätzen. Das tat weh. Manuela hat sich verständlicherweise in Sicherheit gebracht.
Ein Zusammenstoß mit den Tieren reicht ihr für heute. Okay. Prima. Die Herde ist fast fertig. Die Männer auch. Scheiße ist das. Gut. Das ist eigentlich heute wieder im Prinzip, bis auf der Tierarzt, haben alle blaue Flecke gekriegt. Das ist ganz normales Spiel. Und wer sich hier einlässt, muss mit Herz und Verstand bei der Sache sein. Wissen, wie man mit der Gefahr umgeht und viel einstecken können. Höhe hat mir einmal mit dem Horn am Hintern hochgehoben. Das heißt, heute Abend wird wahrscheinlich im Stehen Abendbrot gegessen, aber das ist dann eben so. Was lange nicht mehr ist. So, komm, die Süßen. Komm. Komm mit. Komm mit. Komm mit. Komm. Komm. Gib doch jetzt was Leckeres. Am Ende des Tages zeigt sich die Arbeit für Manuela von der schönen Seite. Eine Runde Kuscheln mit ihren Flaschenkindern entschädigt für die Schmerzen. Familie Mölders kehrt zurück ins heimische Barlow. Im Gepäck haben sie eine Überraschung für ihre Schweine. Rosalie und Alfons. Ja, wir waren bei Alfons gewesen und da ist letzte Woche leider der Heißwasserkessel ausgefallen. Und da sind ein paar hundert Kilo Mozzarella. Kilo, 1000 Liter Büffelmilch waren es. Dachte Alfons, die alle nichts geworden sind, weil das Wasser nicht kochend heiß war. Also es, zur passenden Zeit. Ja, es hat 6 Stunden gedauert, bis wir wieder repariert gehabt haben. Und nach 5 Stunden war der Mozzarella hinüber. Und jetzt hat er den halt. Das ist Schweinefutter. Schweinefutter, ja, übergehabt. Weil er füttert seine Schweine auch, aber seine Schweine könnten es nicht alle auffressen. Haben gesagt, da können wir ja auch noch 2 Eimer mitnehmen. Ja, das ist bestimmt sehr ärgerlich für Alfons. Ich meine, passiert natürlich immer wieder. Käse ist halt, ja, Milch ist eine empfindliche Geschichte. Wenn man die Zeit verpasst oder die Temperatur nicht passt, dann, ja, dann geht's mal in die Hose. Und bei der Menge ist natürlich echt ärgerlich. Ja. So viel war, weil jetzt große Bestellungen auch dann standen, ne, war das schon. Haben wir im Moment echt einen Engpass. Ja. Des einen Leid, des anderen Freud. So sieht er aus, wenn er nichts wird. Ah, das sind nur Klumpen. Ist der schon geschreddert? Nee, noch nicht. Ja, geschreddert war er. Okay. Ja, aber ist jetzt ganz trocken geworden, war ja dann im großen Kübel. Aber das ist den Schweinen ja egal. Aber nicht alles, oder? Das ist nicht nur Büffelmilch-Schwein, sondern auch ein Mozzarella-Schwein. Rosalie. Ey. Ich glaube, alles auf einmal wäre ein bisschen viel. Nur mal ein paar Brocken. Nur ein bisschen, ey. Ja. Morgen haben die Dünfe. Nachher. Lecker, ne? Schmatzen wie ein Schwein, ne? Ja, auf jeden Fall. Schmeckt gut. Hört man, ne? Lecker, hä? Wie Weihnachten, oder? Bauch schon voll, Alfons? Ich glaube. Feierabend, oder? Gut gewesen für heute. Mozzarella-Schweinchen, gute Nacht. Gute Nacht. Bauch voll. Bleibt zu hoffen, dass die Mölders bei ihrer künftigen Büffel-Mozzarella-Produktion nicht so ein Pech haben. In Masel hat Wilhelm Herdes Besuch von einem polnischen Kunden, der ihm einen Bullen abkaufen will. Love is a burning thing. Während er sich schon seit Stunden um das Geschäft kümmert, ist seine Tochter Franziska damit beschäftigt, Kälbchen Mila zu versorgen. Ich mache gerade die Milch für Mila. Mila ist ein zu 3/4 Fleckviehkalb. Die habe ich gekauft. Die wurde mir angeboten. Und war so süß. Wer kann da Nein sagen? Na, ihr beiden? Jetzt gibt's was Gutes. Für dich habe ich nichts, Resi. Du magst das nicht. Wilhelms Tochter Franziska macht gerade eine Ausbildung zur Landwirtin. Sie möchte in die Fußstapfen des Vaters treten und vielleicht eine eigene Herde aufbauen. Also erst fand das nicht so gut.
schon wieder Rinder. Er ist ja mehr so für Büffel. Die sind ja alle bekloppt, sagt er immer. Nö, das kriegen wir hin, du bist nicht bekloppt, ne? Und dann, erst fand das nicht so gut und ich glaube, mittlerweile finde das gar nicht mehr so schlimm. Wilhelm hat zurzeit noch viel mit dem Kunden zu besprechen. Seine Kinder Florian und Franziska übernehmen seine Arbeit. Machst du das Gitter auf? Ja. Die zwei Büffelmädchen müssen endlich aus dem Anhänger in die Herde. Alter. Das ist dein Ernst? Wo ist der Schlüssel? Horn! Alter Mann. Der alte Mann zieht den Schlüssel ab. Auch das Schlüssel. Der zieht sonst nie den Schlüssel ab. Wir fahren jetzt die Büffel, die Papa geholt hat, zu den anderen. Papa ist da noch in Gange mit dem Geschäftsmann aus Polen, der sich für den Bullen interessiert. Und Flo? Deshalb machen wir das jetzt schnell. Ja, mach auf. Die Kinder schuften, Papa macht gemütlich Geschäfte. Scheuert. Also, Flo und ich kommen gerade beide von der Arbeit. Jetzt müssen wir hier noch die Büffel reinlassen. Obwohl wir eigentlich selber noch genug zu tun haben. Und bis wir dann wieder alle drin sind, dann ist 10 und Papa sitzt dann schon vorm Fernseher. So. Du musst da bleiben. Komm noch rüber. Mach einfach nur. Holla, mach das Gitter feucht. It leaves you, baby. Jetzt kann er. Genau, ihr geht mal vor. Guck mal zu dem Kleinen. Liebevoll kümmert sich Franziska um die beiden Neuen. Komm mit. Komm mit, da passiert doch nichts. Schnauf, Mami. Scheint zu klappen. Die begrüßen sich jetzt hier alle. Also viel mit irgendwelchen Kämpfen oder so wird das nicht sein. Weil das sind ja auch nur so eine kleinen Pimpfe. Die wissen ja, dass sie schwächer sind und verlieren würden. Und deswegen, die Kleinen, die machen das ja eh nicht so. Vielleicht mit den Kleineren das ein bisschen rumkabbeln oder so, aber scheint ja ganz, ganz ruhig zu sein. Wilhelm Herdes ist stolz auf seine Kinder. Entspannt und professionell gehen sie mit den Tieren um. Ganz der Vater. Sehen Sie in der nächsten Folge der Büffel Ranch? Stürmischer Büffelumtrieb bei Familie Andresen. Ob alles gut geht? Und auf dem Hof der Mölders ziehen die Kälber um. Keine leichte Aufgabe. Das hat also nichts mit dem Rind zu tun, von den Eigenschaften her. Also die schlagen 5-6 Mal hintereinander, ohne das Bein abzusetzen. Alles wesentlich schneller. Jede Bewegung. Es ist und bleibt ein Wildtier und man muss einfach respektieren dabei. Und bloß das Amt verlangt halt, die auch jedes Jahr zu bluten. Und das ist halt schon eine recht straffe Aufgabe. So lieb wie sie jetzt da stehen, genauso aktiv sind sie halt, wenn sie gefercht werden. Eingepfercht zu sein, das mögen die freiheitsliebenden Bisons ganz und gar nicht. Ein besonderes Merkmal der Tiere ist ihre blaue Zunge und der stark ausgebildete Schulterbuckel, der mit dem Alter wächst. Zusammen mit der Kraft ihres massiven Kopfes ist nicht klar, ob Hennings Konstruktion ihnen standhält. Bei Familie Mölders in Barlo nahe der niederländischen Grenze. Seit 2004 besitzen Martin und Silvia Wasserbüffel.
Heute fahren sie zu ihren Büffelkollegen aus den Niederlanden. Die haben interessanten Besuch aus Australien. Die ganze Geschichte, sobald die in die Enge kommen, wollen sie halt raus. Und im letzten Jahr haben wir es halt auch gehabt, dass sie über diese 1,60 Meter aus dem Stand rüberspringen. Harley-Fan Henning Bauck hat keine Angst. Vor nichts und niemandem. Vorsicht, Vorsicht! Nicht lieb. Der 43-jährige Henning in seinem Element. Alles okay? Einmal hoch, Kevin. Alles gut? Einmal hoch, komm auf! Eigentlich habe ich von nichts Angst. Wüsste ich nicht so. Was? Unter seinen Tieren fühlt er sich wohl. Für die Jetzt in der Büffel Ranch. Bilder aus Australien. Eine Schlange im Melkstand, Hilfe. Eine Würgeschlange. Nee. Gut, dass wir die hier nicht haben. In Deutschland Fuchs, Teufelswilde, Bisons. Neue Geschichten von den Büffelbauern. Von Menschen und ihren Tieren. Willkommen auf der Büffelranch. Bad Bodenteich in Niedersachsen. Auf seinem Biohof hält Henning Bauck gut 60 unterschiedliche Tierarten. Heute steht bei den Bisons die alljährliche Blutuntersuchung an. Da ist Hilfe notwendig. Gestern haben wir halt bei den Wasserbüffeln Blut entnommen, haben sie entwurmt und sie auf die andere Weidefläche gebracht. Und jetzt nehmen wir die Gerätschaften mit rüber zu den Bisons. Bei den Bisons ist heute natürlich ein Großkampftag. Das sind und bleiben halt Wildtiere und man muss sie doch wirklich sehr respektvoll behandeln. Man spricht Englisch. Ja, genau. Okay, so guck mal, was Euter heißt. Schönes Euter. Very beautiful. Sixpack, ah ne. Ob so doof. Und melken weiß ich auch nicht, was das auf Englisch heißt. Weißt du das? Milking. Milking? Ja, ist klar. Das muss später besser klappen, wenn Martin und Silvia mit den australischen Wasserbüffelhaltern fachsimpeln möchten. Die beiden stimmen sich auf den Besuch ein. Ja, wir fahren jetzt nochmal zu Alfons und Andra nach Holland. Und da, die haben heute ganz besonderen Besuch. Da kommen zwei australische Wasserbüffelhalter. Die haben die übers Netz kennengelernt und die machen jetzt eine Rundreise durch Holland und auch noch Teile in Deutschland. Und weil wir halt hier in der Nähe sind, haben wir gesagt, dann kommen wir dazu. Weil wir würden die auch mal gerne kennenlernen. So aus dem Ausland ist immer interessant. Andra Westhoff und Alfons Blockhuis verarbeiten die Büffelmilch der Mölders. Inzwischen ist eine Freundschaft entstanden und die Niederländer sind so etwas wie Vorbilder geworden. Die jährliche Blutuntersuchung der Bisons und Steppenrinder musste Henning einen Rinderuntersuchungsstand umbauen. Großkampftag. Auch Mitarbeiter Adi packt mit an. Und wenn nachher alles gut läuft, kommen die Tiere von da aus rein, sind hier in dem Bereich, dann kommen sie einzeln hier vor und es sollte für die Bisons etwas stabiler sein, deswegen habe ich jetzt halt hier die Falltür mit vorgeschweißt. Hier ist eine Rücklaufsperre. Wenn die Tiere durchlaufen, können sie von hier aus nicht zurückgehen. Misstrauisch begutachten die Tiere die Aufbauten. Henning und Adi kennen die Bisons gut und sind vorbereitet. Dann war das schon im Moment echt ein Engpass. Ja. Des einen Leid, des anderen Freud. So sieht er aus, wenn er nicht wird. Ah, das sind nur Klumpen. Ich kann mir vorstellen, dass das nur
Also nur das ist, ja, ist der schon geschreddert? Ja, nee, noch nicht. Ja, geschreddert war. Okay. Ja, aber ist jetzt ganz trocken geworden, war ja dann im großen Kübel. Aber das ist den Schweinen aber, ja egal. Aber nicht alles, jetzt oder? Nicht nur Büffelmilchschwein, sondern auch ein Mozzarella-Schwein. Rosalie. Ey, ey. Ich glaube, alles auf einmal wäre ein bisschen viel. Immer mal ein paar Brocken. Nur ein bisschen, ey. Ja. Morgen haben die Dünfe. Haben die nachher. Lecker, ne? Schmatzen wie ein Schwein, ne? Ja, auf jeden Fall. Schmeckt gut. Hört man, ne? Lecker, hä? Wie Weihnachten, oder? Bauch schon voll, Alfons? Ich glaube. Feierabend, oder? Gut gewesen für heute. Mozzarella-Schweinchen. Gute Nacht. Gute Nacht. Bauch gut voll. Bleibt zu hoffen, dass die Mölders bei ihrer künftigen Büffelmozzarella-Produktion nicht so ein Pech haben. In Masel hat Wilhelm Herdes Besuch von einem polnischen Kunden, der ihm einen Bullen abkaufen will. Love is a burning thing. Während er sich schon seit Stunden um das Geschäft kümmert, ist seine Tochter Franziska damit beschäftigt, Kälbchen Mila zu versorgen. Ich mache gerade die Milch für Mila. Mila ist ein zu drei Viertel Fleckviehkalb. Die habe ich gekauft, die wurde mir angeboten. Und war so süß. Wer kann da Nein sagen? Na, ihr beiden? Jetzt gibt's was Gutes. Nee, für dich habe ich nichts, Resi, du magst das nicht. Wilhelms Tochter Franziska macht gerade eine Ausbildung zur Landwirtin. Sie möchte in die Fußstapfen des Vaters treten und vielleicht eine eigene Herde aufbauen. Also erst fand das nicht so gut. Schon wieder Rinder, er ist ja mehr so für Büffel. Die sind ja alle bekloppt, sagt er immer. Nö, das kriegen wir hin, nur ein bisschen bekloppt, ne? Und dann, erst fand das nicht so gut und ich glaube, mittlerweile finde das gar nicht mehr so schlimm. Wilhelm hat zurzeit noch viel mit dem Kunden zu besprechen. Seine Kinder Florian und Franziska übernehmen seine Arbeit. Machst du das Gitter auf? Ja. Die zwei Büffelmädchen müssen endlich aus dem Anhänger in die Herde. Anfällig, genügsamer und leben länger. In Eutin wird Wilhelm Herdes bereits von Büffel-Hobbyzüchter Dieter Ulrich erwartet. Von ihm hat Wilhelm zwei Jungtiere gekauft. Er wird sie in die eigene Wasserbüffelherde aufnehmen und zähmen. Später wird er die Tiere weiterverkaufen. Moin, Dieter. Moin, Wilhelm. Zurück. So, na? Ach, sonst war es einfacher, da hast du gebracht. Aber gut. Ja, so. Gut. Ja, Dieter, die hinteren, wie machen wir das? Jagen wir den Bullen, wollen wir den Bullen hier hinterklemmen? Ja, das ist hier so. Ja, ja, und halten ihn weg? Jo. So. Ohne überflüssiges Geschnacke direkt zur Tat. Ja. So. Ist egal, kriegen wir raus. Ja, kriegen wir raus. Jetzt ist gut, jetzt los. Kriegen wir raus. Eha. Komm. Eha. Nee, mal sehen, ob sie. Jo, lass machen. Wird schon klappen. Jetzt müssen sie kommen. Komm her, los. Wilhelms und Dieters ruhige Art wirkt sich positiv auf die jungen Büffel aus. Okay, gut, Dieter. Gut. Wilhelm. Grüß meine Frau und Kinder. Ebenso. Sei immer ein guter Vater. Auch zu den Büffeln gut. Ja. Wie heißt der Bulle, den ich dir gebracht habe? Max. Max. Immer. Max. Mir ist er anders. Ja? Ja. Ja, Max. Das ist egal. Meine gut. Heißen alle Max. Ja? Ja, im Alter kann man sich ja sowieso nicht so viele neue Namen merken. Ich merke das auch schon. Gut, Dieter. Dann tschüss. Ja, tschüss, Wilhelm. So laufen Geschäfte unter echten Männern. Moin, moin, Jungbüffel einsacken und tschüss.
Bei Henning Bauck muss der Tierarzt die wilden und gefährlichen Bisons der jährlichen Blutuntersuchung unterziehen. Ein kräfteraubendes Vorhaben, das zunächst nicht so wirklich gelingen will. So, bleib du mal weg. Bisons sind mit Vorsicht zu genießen. Bleib du mal weg. Werden sie eingesperrt, reagieren sie mit Panik. Bisschen aufpassen in der Ecke. Mit deutlicher Panik. Hey! Stell mal ein bisschen schräger wieder. Zick, zack, zick, zack, zick, zack. Und dann geht das. Bleibt schön drin, ihr Mäuse. Schön drinnen bleiben. Das. Ja, unser Wunsch wäre auch, dass wir dann auch mal an so an Restaurants liefern könnten und, ja, und dann auch solche Produkte bestaunen könnten von unserem eigenen Wasserbüffel. Wäre ja. schon klasse. Das wäre ne? schon super, ja. Genau. Aber super. Da arbeiten wir dran, ne? Ja, auf jeden Fall. Perfekt. Fotos für Australien. I think the sauce is very important. Ein Augen- und Gaumenschmaus. Guten Tag. Ein gelungener Tag geht zu Ende. Jeder ist zufrieden. Gute Unterhaltung, hervorragendes Essen. Interessante Kontakte sind entstanden. Trotz kleiner Sprachprobleme. Ich glaube, dass wir uns schon so im Groben doch ganz gut verstehen, sag ich mal. Man hat ja doch den. Ein ja, Thema? Ein Thema natürlich, wo es darum geht. Und die wichtigen Sachen hat, glaube ich, jeder verstanden. Der Weg nach Australien ist ja wirklich sehr weit. Ich weiß nicht, ob das für uns möglich ist. Also Lust hätte ich nach dem heutigen Tag auf jeden Fall schon, da mal runterzufahren. Vielleicht wäre das noch eine Option für Jonas. So, er ist ja noch ein bisschen ungebundener. Mal nach deiner Schulabbildung oder Ausbildung dann als Landwirt da vielleicht noch mal kurz Halt zu machen. Prosit. Auf ein gelungenes internationales Büffelmeeting. Wilhelm Herdes ist auf dem Rückweg aus Eutin. Dort hat er zwei Jungbüffel gekauft und wird sie in seine Herde aufnehmen. In einem halben Jahr will er sie weiterverkaufen. Die beiden sind zum ersten Mal auf Reisen. Wilhelm Herdes schaut nach dem Rechten. Oha, gut. Ist ja gut. Ist ja alles gut. Ist gut. Schön ruhig. Eine ungewohnte Situation für die beiden Jungbüffel. Den Tieren geht's gut. Fahrt kann weitergehen. Sind fit. Wilhelm Herdes ist bekannt für seine Umsicht, was Tiere angeht. Auf seinem Hof in Masel muss er einige Vorbereitungen treffen, bevor die Büffelmädchen aus dem Anhänger dürfen. Ne, ihr zwei? Bisschen wartet hier noch, ne? Stunde müsst ihr noch draufbleiben. Da werde ich euch noch mal entwurmen. Wilhelm ist behutsam. Ich krieg noch Besuch, es kommt noch wer und schaut sich ein Bullen an. Zusammen mit der Kraft ihres massiven Kopfes ist nicht klar, ob Hennings Konstruktion ihnen standhält. Bei Familie Mölders in Barlo nahe der niederländischen Grenze. Seit 2004 besitzen Martin und Silvia Wasserbüffel. Heute fahren sie zu ihren Büffelkollegen aus den Niederlanden. Die haben interessanten Besuch aus Australien. Man spricht Englisch. Ja, genau. Okay, so, guck mal, was Euter heißt. Schönes Euter. Very beautiful. Sixpack, Anne. Ob so doof. Und melken weiß ich auch nicht, was das auf Englisch heißt. Weißt du das? Milking. Milking? Ja, ist klar. Das muss später besser klappen, wenn Martin und Silvia mit den australischen Wasserbüffelhaltern fachsimpeln möchten. Die beiden stimmen sich auf den Besuch ein. Ja, wir fahren jetzt noch mal zu Alfons und Andra nach Holland. Und da, die haben heute ganz besonderen Besuch. Da kommen zwei australische Wasserbüffelhalter. Die haben die übers Netz kennengelernt und ja,
Und die machen jetzt eine Rundreise durch Holland und auch noch Teile in Deutschland. Und weil wir halt hier in der Nähe sind, haben wir gesagt, dann kommen wir dazu. Weil wir würden die auch mal gerne kennenlernen. So aus dem Ausland ist immer interessant. Andra Westhoff und Alfons Blockhuis verarbeiten die Büffelmilch der Mölders. Inzwischen ist eine Freundschaft entstanden und die Niederländer sind so etwas wie Vorbilder geworden. Denn sie haben bereits das geschafft, worauf die Mölders seit langem hinarbeiten. Die Produktion von eigenem Büffelmozzarella für den eigenen Hofladen. Sag keiner was. Aber ich habe gerade Stimme. Doch, da. Ja. Hi. Ja. Hallo, Alfons. Moritz. Ja. Ruhl. Er ist gut. Hi. Hi. Komm rein. Mal rein. Hallo. Hallo. Oh, hallo. Andre. Hallo, Silvia. Hi. From Australia. Oh, hi. Interesting. Hello. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you, Silvia. Hi. Büffelgipfel am Küchentisch. Elena und Andre Swegen aus Australien besuchen während ihrer 6-wöchigen Europareise Büffelbauer-Kollegen. Wo kommt ihr genau her? South North, Mid North Coast, New South Wales. It's 2.5 hours north of Sydney. How long can it be? Plus 35, but that's rare. Over 30. 30 is normal. 30 is normal. 30 Grad is normal. Normal. Yeah. 30 Grad. And 20 in winter. Oh. A little. Sehr gespannt. Die anderen auch. Wer bekommt schon exklusiv Einblicke in die Büffelküche? Ja. Lauch und den Schalotten. Alles dabei. Man kriegt ein bisschen Rotwein dabei. Ja. Alkohol ist immer gut, ne? Aus dem Freien, ne? Rotwein und Rippe. Super. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen, ne? Boah, sieht richtig gut aus. Super. Ja. Farbe. Ja. Klasse. Echt klasse. Also doch, das wäre nicht schlecht. Ein Koch als Mann ist das schon mal. Wenn man dann schön bekocht wird, auf jeden Fall. Das wird nichts werden. Das wird nichts, Leute, im nächsten Leben. Und das geht dann in den Backofen. Ja. Auf 80 Grad und dann 3 Stunden. Okay. Kann man sehen. Koch Rob hat ein zweites Stück Fleisch extra vor 3 Stunden vorbereitet. Denn die Australier haben nicht mehr lange Zeit. Sie wollen weiterfahren, um noch viel auf ihrer Büffel-Studienreise zu entdecken. Die Soße habe ich gemacht von schwarzem Knoblauch. Schwarzer Knoblauch? Ja, ist fermentiert und dann. Ach so, okay. Mhm. Mit Rotwein und Portwein. Ja. Ja, unser Wunsch wäre auch, dass wir dann auch morgen an Restaurants liefern könnten und. Ja, und dann auch solche Produkte bestaunen können von unserem eigenen Wasserbüffel. Wäre ja. Schon klasse, das wäre, ne? Schon super, ja. Genau. Aber super. Da arbeiten wir dran. Ne? Ja, auf jeden Fall. Perfekt. Fotos für Australien. I think the sauce is very important. Ein Augen- und Gaumenschmaus. Guten Tag. Ein gelungener Tag geht zu Ende. Jeder ist zufrieden. Gute Unterhaltung, hervorragendes Essen. Interessante Kontakte sind entstanden. Trotz kleiner Sprachprobleme. Ich glaube, dass wir uns schon so im Groben doch ganz gut verstehen, sag ich mal. Man hat ja doch den. Ein ja, Thema? Ein Thema, natürlich, wo es darum geht. Und die wichtigen Sachen hat, glaube ich, jeder verstanden. Der Weg nach Australien ist ja wirklich sehr weit. Ich weiß nicht, ob das für uns möglich ist. Also Lust hätte ich nach dem heutigen Tag auf jeden Fall schon, da mal runterzufahren. Vielleicht wäre das noch eine Option für Jonas. So, er ist ja noch ein bisschen ungebundener, mal nach deiner Schulabbildung oder Ausbildung dann als Landwirt, da vielleicht noch mal kurz Halt zu machen. Prosit. Auf ein gelungenes internationales Büffelmeeting. Wilhelm Herdes ist auf dem Rückweg aus Eutin. Dort. Eine Schlange im Milchstand, Hilfe! Eine Würgeschlange. Nee. Gut, dass wir die hier nicht haben. In Deutschland
Fuchs, Teufelswilde, Bisons. Der andere geht oben rüber, pass auf. Hey, alles gut. Neue Geschichten von den Büffelbauern. Von Menschen und ihren Tieren. Willkommen auf der Büffelranch. Bad Bodenteich in Niedersachsen. Auf seinem Biohof hält Henning Baug gut 60 unterschiedliche Tierarten. Heute steht bei den Bisons die alljährliche Blutuntersuchung an. Da ist Hilfe notwendig. Gestern haben wir halt bei den Wasserbüffeln Blut entnommen, haben sie entwurmt und sie auf die andere Weidefläche gebracht. Und jetzt nehmen wir die Gerätschaften mit rüber zu den Bisons. Bei den Bisons ist heute natürlich ein Großkampftag. Das sind und bleiben halt Wildtiere und man muss sie doch wirklich sehr respektvoll behandeln. Man spricht Englisch. Ja, genau. Okay, so, guck mal, was Euter heißt. Schönes Euter. Very beautiful. Sixpack, Anne. Ob so doof. Und melken weiß ich auch nicht, was das auf Englisch heißt. Weißt du das? Milking. Milking? Ja, ist klar. Das muss später besser klappen, wenn Martin und Silvia mit den australischen Wasserbüffelhaltern fachsimpeln möchten. Die beiden stimmen sich auf den Besuch ein. Ja, wir fahren jetzt noch mal zu Alfons und Andra nach Holland. Und da, die haben heute ganz besonderen Besuch. Da kommen zwei australische Wasserbüffelhalter. Die haben die übers Netz kennengelernt. Und, ja, und die machen jetzt eine Rundreise durch Holland und auch noch Teile in Deutschland. Und weil wir halt hier in der Nähe sind, haben wir gesagt, dann kommen wir dazu. Weil wir würden die auch mal gerne kennenlernen. So aus dem Ausland ist immer interessant. Andra Westhoff und Alfons Blockhuis verarbeiten die Büffelmilch der Mölders. Inzwischen ist eine Freundschaft entstanden und die Niederländer sind so etwas wie Vorbilder geworden. Jährliche Blutuntersuchung der Bisons und Steppenrinder muss der Henning einen Rinderuntersuchungsstand umbauen. Großkampftag. Auch Mitarbeiter Adi packt mit an. Und wenn nachher alles gut läuft, kommen die Tiere von da aus rein, sind hier in dem Bereich, dann kommen sie einzeln hier vor und es sollte für die Bisons etwas stabiler sein, deswegen habe ich jetzt halt hier die Falltür mit vorgeschweißt. Hier ist eine Rücklaufsperre. Wenn die Tiere dort. Ach, das müssen wir uns umziehen. Ja, Quarantäne. Oh. Ja. Martin will die Tiere nach Deutschland einführen. Es gelten strenge Einfuhrbestimmungen. Ich glaube, du musst mir mal helfen. Hast nicht kaputt? Nein. Der ist eigentlich ein gesonderter Raum, da darf eigentlich sonst keiner rein, außer Alfons in den 30 Tagen. Sonst könnte man ja, wir könnten ja im Prinzip auch noch irgendwelche Krankheiten mit reinschleppen. Und Besucher müssen dann halt so wie wir auch dann sich so anziehen, damit da die Büffel vor uns geschützt werden quasi. Gut, na, ja, fertig. 30 Tage müssen die Büffel in der Quarantänestation verbringen, damit sichergestellt ist, dass sie keine ansteckenden Krankheiten mitbringen. Das ist eigentlich jetzt für Silvia interessant, weil sie hat sie letzte Mal nicht gesehen. Genau. Groß sind die, finde ich. Ja, ne? Ja, fandst du auch von der Größe her, von der Statur her, sind sie schon. Sind sie ein bisschen aufgeregt. Ich denke, wir haben jetzt diese. Ja, mit unserer tollen Verkleidung. Ja. Ja. Hat Martin schön ausgesucht. Ich bin zufrieden. Du bist zufrieden? Ja, doch. Dann bin ich auch zufrieden. Und ich freue mich schon. Na gut, die Australier sind draußen. Lass mal. Ja. Schön, das zu sehen. Super. Ja. Echt? Ja. Toll. Der australische Besuch sammelt Erfahrungen und Tipps aus der deutschen und niederländischen Büffelzucht. Dafür sind sie extra angereist. Wie viel Liter Milch pro Tag gibt eine deutsche Büffelkuh? 15 Liter pro Tag. The best. Per milking. Yeah. Five. Nee. No. Am Tag. At the day. Genau. 15 Liter.
15. Es ist wirklich total spannend. Also sie hat auch ganz viele Fragen und man merkt, die Probleme sind die gleichen, obwohl es am anderen Ende der Welt ist. Es ist eigentlich so spannend jetzt, weil anderen Landwirten, die das, glaube ich, auch nie so verstehen können, dass es wirklich so schwierig ist mit den Büffeln und so weiter. Ne? Dass man immer so ein bisschen belächelt wird, so, kann ja gar nicht sein oder so. Ne? Genau, aber dass es überall doch dasselbe Problem ist und auch, aber die Zucht natürlich auch noch nicht so weit ist bei den Wasserbüffeln und ist doch ganz schwierig. Um es versteht sich natürlich jetzt nicht, aber you think you understand. I think I understand. You may understand half of it. Write it down. Just make it up. Büffelliebe überwindet jede Sprachbarriere. Sogar mit wenig Worten lässt sich wunderbar fachsimpeln. Ja. In Masel bei Gifhorn wohnt Familie Herdes. Sie halten 35 Wasserbüffel italienischer Herkunft. Love is a burning thing. Die sind zahmer als beispielsweise die scheuen Tiere aus Rumänien und Bulgarien. Nein, er muss nicht. Dann Tür auf, Tür auf. Oh, der andere geht oben rüber, pass auf. Hey, alles gut. Geht schon wunderbar. Okay, Tür auf. Ja. Henning Bauck behält die Nerven. Und Mitarbeiterin Manuela? Also ich mache das Ganze das erste Mal mit. Ziemlich aufregend. Schon imposant, aber... Jetzt muss man die Tiere gut kennen und schnell reagieren. Hey. Das heißt. Der passt da gar nicht durch. Auch wenn alles sehr blutig aussieht, es läuft gut. Also ich muss sagen, zufrieden, gut geklappt. Ich habe es eigentlich üppiger vorgestellt. Der große Bulle war ja nur sehr wichtig zum Bluten. Man hat da auch gut schön gesehen, dass das eigentlich keine Hürde für die ist. Das heißt, wenn man sie dann halt nicht zurückdrängt, gehen sie über 1,60 Meter rüber. Ist halt schon enorm Energie drin. Der ist halt jetzt 3 Jahre alt, der wächst ungefähr noch so ein Ende. Und im nächsten Jahr wird das ein bisschen straffer. Sind die nicht niedlich? Keine Pause für die Männer. Gleich sind die nächsten Wildtiere dran. Ungarische Steppenrinder mit viel Temperament. Silvia und Martin Mölders vom Hof Kragemann sind im niederländischen Denekamp zu Besuch. Die beiden hoffen, in diesem Sommer ihren Hofladen eröffnen zu können mit Büffelmozzarella aus eigener Herstellung. Aber erst gibt's ein Abschiedsessen in einem niederländischen Spitzenrestaurant, das die Gastgeber Andra und Alfons regelmäßig beliefern. Schönen guten Tag, herzlich willkommen, Andra. Hi, guten Tag. Kommen Sie mal in die Küche? Ja. Koch Rob Fusilier ist scharf auf das, was Andra ihm heute mitbringt. Ein exklusives Stück Büffelfleisch, im Dry-Age-Verfahren gereift. Das Beste vom Besten. Was denkst du davon? Sieht toll aus, sehr schön. Das ist doch ein sehr gesundes und ein tolles Stück Fleisch. Aber das ist schon was Außergewöhnliches. Da bin ich doch schon mal sehr gespannt. Die anderen auch. Wer bekommt schon exklusiv Einblicke in die Büffelküche? Ja. Den Lauch und den Schalotten. Alles dabei. Man kriegt ein bisschen Rotwein dabei. Ja. Alkohol ist immer gut, ne? Aus Australien, ne? Rotwein und Rippe. Super. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Ne? Boah, sieht richtig gut aus. Super. Ja. Das ist aus der Truppe. Das ist wunderbar. Steht auch friedlich da. Das möchte er auch bitte bleiben. Ja, ich sehe es. Ironisch, aber ist egal. Ist alles schön. Er ist davon überzeugt. Ja. Ja, bleib mal schön zurück hier. Für die Untersuchung muss der Tierarzt aus dem Schwanz des Bullen Blut abnehmen. Noch läuft die Prozedur ruhiger als bei den Bisons. So, 59, der kann raus. Aber der muss erstmal ausfädeln, sorry. Aber Henning ahnt Komplikationen. Warte, langsam. So ist gut, prima. Schön. Die Arbeit mit den Tieren ist hart. Die nächsten mit rüber.
Davon kann auch Hennings Angestellte Manuela berichten. Ihr geht es nicht gut, denn sie hatte gerade einen Unfall. War so ein kleiner Steppenrindbulle, der meinte, mit mir spielen zu müssen. Und dann hat er mich mal so ein bisschen an den Zaun gedrückt. Das war nicht so schön. Aber jetzt geht's schon wieder. Der Umgang mit Wildtieren verlangt den Menschen einiges ab. Auch der Tierarzt kriegt Probleme mit den Steppenrindern. Geht das so gar nicht. Beim nächsten Tier wird die Blutabnahme richtig problematisch. Um nicht zu sagen, lebensgefährlich. Da wird selbst Henning nervös. Warte. Henning will ihn befreien. Aber der Bulle sieht rot. Ja, muss. Okay, mach mal auf. Lass mal rausgehen. Schön an der Seite. Auch ganz schön üppig, ne? Ich habe vorhin schon gesagt, es ist kein Spaß, was wir hier machen. Das ist absoluter Ernst. Sie sind pauschal in jeder Bewegung dreimal so schnell wie ein Büffel. Und die Frage muss man manchmal einfach stellen, inwieweit das also gerechtfertigt ist für solche hygienischen Untersuchungen, ob das wirklich Sinn ist. Dann sollte man nach meinem Dafürhalten eventuell sogar sagen, solch eine Haltung wollen wir hier nicht in diesem Lande. Weil das ist schon professionell hier aufgebaut, aber es hat schon sein Gefährdungspotenzial, ganz klar. Das kann man auch nicht wegdiskutieren. Und die Jungs, die hier mitmachen, die müssen schnell sein und umsichtig. Und das wollen wir auch bis zum Schluss bleiben. Denn die Auflagen müssen erfüllt werden. Ist egal. Dem Tierhalter bleibt es überlassen. Das ist eigentlich heute wieder im Prinzip, bis auf der Tierarzt, haben alle blaue Flecke gekriegt. Das ganz normale Spiel. Und wer sich hier einlässt, muss mit Herz und Verstand bei der Sache sein. Wissen, wie man mit der Gefahr umgeht und viel einstecken können. Höhe hat mir einmal mit dem Horn am Hintern hochgehoben. Das heißt, heute Abend wird wahrscheinlich im Stehen Armbrot gegessen, aber das ist dann eben so. Was lange nicht mehr ist. So, komm, die Süßen. Komm. Mit. Komm mit. Komm mit. Komm. Komm. Gib doch jetzt was Leckeres. Am Ende des Tages zeigt sich die Arbeit für Manuela von der schönen Seite. Eine Runde Kuscheln mit ihren Flaschenkindern entschädigt für die Schmerzen. Scheiße. Familie Mölders kehrt zurück ins heimische Barlow. Im Gepäck haben sie eine Überraschung für ihre Schweine. Rosalie und Alfons. Ja, wir waren bei Alfons gewesen und da ist letzte Woche leider der Heißwasserkessel ausgefallen. Und da sind ein paar hundert Kilo Mozzarella. Kilo, 1000 Liter Büffelmilch waren es. Da hatte Alfons die alle nichts geworden sind, weil das Wasser nicht kochend heiß war. Also es, zur passenden Zeit. Ja, es hat 6 Stunden gedauert, bis wir es wieder repariert gehabt haben. Und nach 5 Stunden war der Mozzarella hinüber. Und jetzt hat er den halt. Das ist Schweinefutter. Schweinefutter, ja, übergehabt. Weil er füttert seine Schweine auch, aber seine Schweine könnten es nicht alle auffressen. Haben gesagt, da können wir ja auch noch 2 Eimer mitnehmen. Ja, das ist bestimmt sehr ärgerlich für Alfons. Man passiert natürlich immer wieder. Käse ist halt, ja, Milch ist eine empfindliche Geschichte. Wenn man die Zeit verpasst oder die Temperatur nicht passt, dann, ja, dann geht's mal in die Hose. Und bei der Menge ist natürlich echt ärgerlich. Ja, so viel war, weil jetzt große Bestellungen auch dann standen, ne, war das schon. Haben wir im Moment echt einen Engpass. Ja. Des einen Leid, des anderen Freud. So sieht er aus, wenn er nichts wird. Ah, das sind nur Klumpen? Ist der schon geschreddert? Nee, noch nicht. Ja, geschreddert war er. Okay. Ja, aber ist jetzt ganz trocken geworden, war ja dann im großen Kübel. Aber das ist den Schweinen ja egal.
Aber nicht alles, jetzt oder? Jetzt nicht nur Büffelmilchschwein, sondern auch ein Mozzarella-Schwein. Rosalie. Ey. Ich glaube, alles auf einmal wäre ein bisschen viel. Nur mal ein paar Brocken. Nur ein bisschen, ey. Ja. Morgen haben die Bünchen. Haben die nachher. Wilhelm Herdes ist auf dem Rückweg aus Eutin. Dort hat er zwei Jungbüffel gekauft und wird sie in seine Herde aufnehmen. In einem halben Jahr will er sie weiterverkaufen. Die beiden sind zum ersten Mal auf Reisen. Wilhelm Herdes schaut nach dem Rechten. Oha, cool. Ist ja gut. Ist ja alles gut. Hm? Ist gut. Schön ruhig. Eine ungewohnte Situation für die beiden Jungbüffel. Den Tieren geht's gut. Fahrt kann weitergehen. Sind fit. Wilhelm Herdes ist bekannt für seine Umsicht, was Tiere angeht. Auf seinem Hof in Masel muss er einige Vorbereitungen treffen, bevor die Büffelmädchen aus dem Anhänger dürfen. Na, ihr zwei, bisschen wartet hier noch, ne? Stunde müsst ihr noch draufbleiben. Da werde ich euch noch mal entwurmen. Wilhelm ist behutsam. Ich kriege noch Besuch, es kommt noch wer und schaut sich einen Bullen an. Und da wollte ich diese Tiere jetzt nicht hinbringen, es gibt nur Unruhe. Das passt, ich lasse die hier eine Stunde drauf, die regen sich ein bisschen ab. Und dann pullere ich da was drüber gegen Endo- und Ektoparasiten. Dann lasse ich die zusammen, wenn der gute Mann aus Polen da war, und dann ist gut. Gut geplant. Wilhelms Ruhe überträgt sich auf die Tiere. Ja, bleibt mal schön, ist gut. Den Neulingen geht's gut. Oh, bleibt schön. Ich muss sehen, dass ich es auf den Strich kriege. Hier. Die Tinktur soll mögliche Parasiten abtöten. Auf den Büffeln können Läuse und Milben leben. Lungenwürmer oder Leberegel treten in den Tieren auf und schädigen sogar. Sie entziehen Nährstoffe. Lange muss Wilhelm nicht auf seinen polnischen Kunden warten. Dessen Sekretärin und Dolmetscherin kommt gleich mit. Heide, gibst du denen mal Stiefel? Frag nach der Nummer. Hallo, Herr Herdes. Guten Hallo. Tag, endlich nach so vielen Stunden Fahrt. Hallo. Hallo. Herr Heiduk, der Eigentümer der Firma Heiduk. Ja. Und der sich mehr gerne hier die Tiere anschauen möchte.